Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de, die Plattform, mit der du lernen kannst, deine Tuba zum Klingen zu bringen. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und im heutigen Video stelle ich dir eine Tuba vor. Dabei handelt es sich um die F-Tuba aus dem Hause Thomann, die trägt den Namen Fireball und ich habe jetzt die letzten 3 Tage die Gelegenheit gehabt, diese Tuba zu testen. Und werde dir jetzt praktisch meinen Testbericht vorstellen. Ich habe auch viele Fragen dazu bekommen, zum einen als Antwort auf den Newsletter, denn im Newsletter habe ich schon angekündigt, dass ich diese Tuba getestet habe. Wenn du sowas nicht verpassen willst, dann trag dich ein unter tubalernen.de/newsletter. Zum anderen habe ich Fragen gekriegt über Instagram, auch den Instagram-Account, dem zu folgen, das kann sich natürlich auch lohnen, weil auch dann verpasst du nichts, was auf tubalernen.de stattfindet. Aber die beste Berichterstattung kriegst du eigentlich im Newsletter, weil da erfährst du immer, wenn ein neues Video rauskommt, wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ein neuer Blogartikel rauskommt wenn irgendwie Rabattaktionen auf Kurse stattfinden oder wenn Seminare stattfinden. Alles das kriegst du im Newsletter mit, der kommt einmal im Monat und ist komplett kostenlos. Ich sage es noch einmal, tubalernen.de/newsletter. So, jetzt aber zur Tuba, zur Fireball von Thomann. Ich würde sagen, als allererstes packe ich sie vielleicht mal aus. Sie kam nämlich hier in diesem Gigbag. Das ist ein eigentlich recht schönes Gigbag, aber es gibt schon damit leider kleine Probleme. Und von daher würde ich dir jetzt einfach mal zeigen, wie ich sie auspacke und was man dabei feststellt. Das Gigbag mutet sehr stabil an und ich denke, dass es auch sehr stabil ist. Die Polsterung ist sehr dick und was schön ist, es lässt sich so seitlich aufmachen, wie ein Koffer eigentlich. Oben haben wir auch eine Tasche für Noten, Mundstücke und so weiter. Es war auch ein Mundstück dabei, aber das habe ich jetzt nicht benutzt. So, wenn wir das jetzt aufmachen, sehen wir leider, dass der Durchmesser des Gigbags viel größer ist als der Durchmesser des Trichters. Der Trichter hat 42 cm Durchmesser und ich denke mal, das Gigbag locker 50. Das ist natürlich nicht ganz so schön, weil die Tuba dadurch natürlich nicht so ganz, ganz sicher hier drin liegt, sondern sie schlackert eben ein kleines bisschen rum. Ansonsten muss ich wirklich sagen, das Gigbag ist sehr gut. Als ich das zum ersten Mal ausgepackt habe, hat es sehr stark nach Gummi gestunken. Ich denke mal, das sind wahrscheinlich hauptsächlich hier diese verstärkten Teile. Jetzt habe ich es 3 Tage im Gebrauch und ich merke, der Geruch lässt schon merklich nach. Und ich vermute mal, dass wenn man das Ganze dann eben ein halbes Jahr im Gebrauch hat, dass man dann von dem Geruch eben nichts mehr merkt. Okay, dann hole ich die Tuba mal raus. So, hier haben wir sie jetzt, die Thomann Fireball. So sieht sie aus. Wie gesagt, es ist eine F-Tuba, sie hat 6 Ventile. Das 5. Ventil ist ein verlängerter Halbton, das 6. Ventil ist ein verlängerter, nein, ganz andersrum, das 5. Ventil ist ein verlängerter Ganzton, das 6. Ventil ist ein verlängerter Halbton. Und damit entspricht sie von der Bauart den Tuben von B&S. Ich habe jetzt meine B&S hier hinten auch stehen. Wir werden nachher nochmal genauer darauf eingehen, wo die Unterschiede sind und inwiefern die vergleichbar ist. Genau. Ich habe ja Fragen bekommen zu der Tuba und ich würde sagen, ich gehe vielleicht einfach mal die Fragen so grob durch. Genau, fangen wir an. Vielleicht mit den E-Mails, die ich bekommen habe. Da habe ich eine E-Mail bekommen von Martin. Und Martin hat geschrieben, Hallo Raimund, ja, dass du diese Tuba testest, ist super, denn ich möchte mir diese vielleicht kaufen. Der Preis wäre erschwinglich. Ist der auch okay? Genau, zum Preis, das ist die erste gute Frage. In dieser Variante, in der Goldmessing-Variante, kostet sie 4.444 Euro. Und der Preis, den finde ich sehr, sehr angemessen. Der ist wirklich ein sehr guter Preis für dieses Instrument. Genau, warum, werden wir im Verlauf der Fragen drauf eingehen. Warum ist der Preis so unterschiedlich hoch? Ich vermute mal jetzt im Vergleich zu den teuren Modellen aus den großen Markenunternehmen, also von Meltron, von Mirafone, von B&S, und von Rudi Meinl vielleicht. Das liegt, denke ich, hauptsächlich daran, dass die Fertigung dieser Tuba
in China stattfindet. Ich habe mit dem Mitarbeiter von Thomann, der für die Tuben verantwortlich ist, gesprochen und der hat gesagt, sie werden in China in einer kleinen Fabrik hergestellt, so fast manufakturmäßig. Die stellen ausschließlich für Thomann her, eben diese Tuben. Und Thomann hat einen ganz guten Einfluss darauf, was da passiert, welche Instrumente da ankommen, wie die Instrumente gestaltet werden. Er sagte mir, am Anfang sei die Qualität nicht so gut gewesen. Und mittlerweile stimmt das einfach von der Kommunikation her super, sodass die Instrumente eine tolle Qualität haben. Und ich denke, das ist der Hauptunterschied, weswegen die Instrumente günstiger sind, dass eben die in China produziert werden, wo die Lohnkosten eben sehr, sehr viel geringer sind, als wenn du natürlich hier in Deutschland produzierst. Das ist ganz klar. Genau, hängt das vom Material oder vom Namen der Firma ab? Ja, ich glaube, es hängt nicht vom Material ab und auch nicht vom Namen der Firma, sondern wirklich, ich denke, dass es hauptsächlich die Lohnkosten sind. Ist die Ansprache der Tuba gut? Das ist eine gute Frage. Die Ansprache hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe die Tuba in den vergangenen 3 Tagen viel gespielt und habe sie auch praktisch immer parallel getestet mit meiner F-Tuba, die ja eine teure Tuba ist. Und ich konnte wirklich, was die Ansprache angeht, keine Mängel feststellen. Ist die Tuba handlich und nicht allzu schwer? Die Tuba ist handlich. Das ist gut, inwiefern eine Tuba handlich ist, das ist immer eine gute Frage. Es ist ein großes Instrument. Und wie schwer ist sie? Sie wiegt 9,25 Kilo und ist damit ein kleines bisschen schwerer als jetzt zum Beispiel meine F-Tuba, aber auch nur ein halbes Kilo. Was heißt nur ein halbes Kilo? Man merkt es natürlich trotzdem, also wenn man die ganze Zeit eine Tuba gewöhnt ist, die unter 9 Kilo wiegt und dann nimmt man auf einmal eine in die Hand, die über 9 Kilo wiegt, dann merkt man den Unterschied schon. Also gerade wenn man jeden Tag übt, dann ist man dann dafür doch sensibel. Wie ist das 5. und das 6. Ventil? Gut. Wie alle Ventile ist das 5. und das 6. Ventil gut. Wahrscheinlich war hauptsächlich die Frage gemeint, was das 5. und das 6. Ventil machen. Das habe ich ja schon gesagt. Das 5. Ventil ist eben der verlängerte Ganzton, also das sind ja Ausgleichsventile. Wenn ich jetzt zum Beispiel das 1. Ventil benutze, ist es ja ein Ganzton. Und das hier ist eben noch ein bisschen länger als der Ganzton. Aber natürlich immer noch höher als dann das hier. Das heißt, hier haben wir ein Ausgleichsventil, was ein bisschen tiefer ist als der Ganzton. Und hier haben wir ein Ausgleichsventil, also das 6. Ventil, was ein bisschen länger ist als der Halbton. Diese Ventile sind typisch bei F-Tuben und sind dafür da, dass man eben besonders in der tiefen Lage ausgleichen kann, ohne dass man die Züge eben rausziehen muss. Und dass man sich Kombinationsgriffe eben sparen kann. Genau, dann schreibt Martin noch, ich möchte Goldmessing. Ist das vernünftig oder sinnvoll? Das ist immer eine Geschmacksfrage. Es gibt manche Leute, die sagen, irgendwie ein versilbertes Instrument klingt besonders hell und ein vergoldetes oder ein Goldmessing-Instrument hat einen wärmeren Klang als ein normales Messing-Instrument. Es gibt keine wissenschaftlich validen Aussagen darüber, inwiefern das die Klangfarbe bestimmt. Ich glaube, es ist mehr eine psychologische Sache und von daher würde ich einfach sagen, wenn du sagst, ich habe Lust auf Goldmessing, weil das toll aussieht, weil das irgendwie eine schönere, wärmere Farbe ist als das normale Messing, dann kauf dir Goldmessing, ansonsten kannst du auch die normale Messing-Tuba kaufen. Es gibt auch eine unlackierte, am besten ist es aber immer, man fährt hin, wenn man sich so eine Tuba kaufen will, weil ich meine, 4.444 Euro ist günstig für so eine F-Tuba, aber es ist ja trotzdem nicht wenig Geld. Und selbst wenn ich aus Hamburg komme, dann mache ich halt mal einen Tag Urlaub in Franken. Vielleicht fahre ich nach Bamberg leckere Biere verkosten und kann dann eben zu Thomann fahren und kann die Tuben ausprobieren und kann mir dann eine mitnehmen, die ich gerne haben möchte. Dann schreibt er noch, ich habe eine 30 Jahre alte F-Tuba von Melton, 4 Ventile, die in der Tiefe schwer zu spielen ist. Ist die Fireball leicht in der Tiefe zu spielen? Alle F-Tuben sind schwer in der Tiefe zu spielen, beziehungsweise es gibt eine bestimmte Lage, in der alle F-Tuben schwer zu spielen sind. Zumindest noch keine erlebt, wo das einfach wäre. Und das ist hier vom F abwärts bis zum C. Musik.
da einen schönen, vollen Klang hinzukriegen, ist immer schwierig. Außer man hat eben sehr viel geübt. Ich meine, bei mir haben sie jetzt gut geklungen. Das liegt aber daran, dass ich jetzt irgendwie seit seit zweieinhalb Jahren viel am F-Tuba spielen bin und natürlich da sehr, sehr viel dran gearbeitet habe. Das ist eine Frage von Zungenstellung und von Luftfluss. Da möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen, weil es geht ja jetzt heute hier um die Tuba. Natürlich ist die in der tiefen Lage genauso schwer zu spielen wie alle anderen F-Tuben. Freue mich schon auf das Video von dir über diese Tuba. Danke noch für die Videos, die du schon gemacht hast. Habe viel gelernt dabei. Vielen Dank, Martin. Und liebe Grüße. Das war die erste Mail. Ich habe noch eine zweite Mail bekommen. Und zwar von Stefan. Hallo Raimund, ich besitze die Monzani-Tuba, die du vor einiger Zeit getestet hast. Oh, die können wir vielleicht hier oben verlinken. In Klammern die große. Ich bin derart zufrieden mit dem Instrument, dass ich mich frage, wo jetzt wirklich die Schwachstellen bei den Fernostinstrumenten liegen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann die auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt hier die Thomann-Instrumente von der Qualität nochmal ein bisschen höher sind als die Monzani-Instrumente. Bei den Monzanis habe ich sie am Test gezeigt. Da fand ich zum Beispiel die große B-Tuba sehr, sehr gut. Ich fand zum Beispiel die F-Tuba von Monzani nicht gut. Würde ich mir nie kaufen. Und wie gesagt, man kann, glaube ich, nicht alles über einen Kamm scheren. Bei Monzani schien es mir so, als wäre das sehr chargenabhängig, wie gut die Tuben sind. Da gibt es dann welche, die kommen an und sind irgendwie nicht zu gebrauchen und andere sind zufälligerweise sehr gut. Genau, er fragt, ob es die Intonation ist, ob es die Ventile sind, ob es der Lack ist oder ob es der Klang ist. Da kann ich hier vielleicht auch auf die Intonation eingehen. Die Intonation bei diesem Instrument ist tadellos. Es gibt nichts auszusetzen. Es gibt natürlich die Naturtöne, die nicht genau stimmen, die gibt es bei jeder Tuba. Das ist in der Regel der fünfte Naturton und das ist sowieso der siebte Naturton. Den siebten Naturton verwendet man aber nicht. Der fünfte Naturton ist immer ein bisschen zu tief. Das ist ganz normal. Das ist ja in der Naturtonreihe schon, also in der Obertonreihe schon so, dass diese große Terz eben ein bisschen drunter ist unter der gleichstufigen Stimmung. Und bei Instrumenten, die eben gewickelt sind, verstärkt sich das. So dass natürlich der fünfte Naturton ein kleines bisschen zu tief ist. Ansonsten ist die Intonation einwandfrei, stimmt über alle Lagen, kann man nichts sagen. Genau, liegt es an den Ventilen, fragt er noch, dass die irgendwie schlechter wären als andere. Also, dann kommen wir vielleicht zu den Ventilen, das ist eine gute Frage. Was hier verbaut ist, sind eigene Ventile von Thomann. Die laufen ruhig, das ist einwandfrei. Die Schubstangen sind und die Gelenke sind von Minibal, also aus dem Hause Martin Seibold. Und die sind natürlich einwandfrei. Die sind ja auch bei den ganzen deutschen Tuben verbaut. Ich konnte keine Probleme feststellen mit den Ventilen. Weder was das Drückverhalten angeht, noch dass es irgendwie so wäre, dass sie schlecht eingestellt wären. Das war einwandfrei. Also die Ventile funktionieren super. Da gibt es keine Schwachstellen. Dann schreibt er noch, ich kann nichts davon bestätigen, alles top bei meiner Tuba. Das Einzige, was ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen kann, ist die Langlebigkeit. Ja, die kann ich auch nicht beurteilen, denn das Instrument habe ich jetzt hier seit 3 Tagen und dann schicke ich es wieder zurück. Das heißt, ich kann da jetzt auch keinen Langzeittest mitmachen. Also meine Frage, wird ja bei der Thomann-Tuba vergleichbar sein, wo liegt deiner Meinung nach der Hund begraben? Also ich finde ihn jedenfalls nicht. Ich muss noch dazu sagen, dass ich erfahrener Wiedereinsteiger bin und auch eine viel teurere deutsche Tuba besitze. Liebe Grüße, Stefan. Ja, Stefan, vielen Dank für deine Mail. Ich finde auch nicht, dass irgendwo ein Hund begraben liegt. Und da können wir nochmal drauf eingehen, wie es überhaupt dazu kommt, dass die Tuben günstiger sind. Sie werden eben in Fernost produziert. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass das in der Regel keine Eigenentwicklungen sind. Denn diese Tuba hier, diese F-Tuba von Thomann, ist ganz stark nachempfunden. Dieser Tuba hier von B&S. So, und man sieht schon, dass die Grundform absolut die gleiche ist. Das ist natürlich, da spart man sich natürlich jede Menge Kosten, wenn man das Instrument nicht selbst entwickeln muss, sondern wenn man eben einfach schaut, okay, wie machen das die anderen, so baue ich das auch. Und das ist auch das, wo man vielleicht sagen kann, wenn ich jetzt irgendwie sowieso genug Geld habe, dann kaufe ich mir vielleicht die B&S-Tuba, weil dann unterstütze ich hier den kleinen Mittelständler. Naja, gut, klein kann man nicht sagen, aber ich unterstütze den Mittelständler, der das hier in Deutschland produziert. Ich unterstütze eben die Fachkräfte hier in Deutschland und unterstütze den Instrumentenbau hier in Deutschland und unterstütze eben auch die Firmen,
die eben neue Instrumente entwickeln, denn die fallen ja auch nicht vom Himmel. Andererseits finde ich es auch nicht verwerflich zu sagen, ich kaufe mir ein Instrument, was in Fernost produziert ist, gerade dann, wenn ich eben einen kleinen Geldbeutel habe. Das heißt, für Schüler, für Amateure, die eben kein Interesse dran haben, irgendwie 10 Monatsgehälter in ein Instrument zu stecken. Da kommt aber nicht, wie man verdient, beim einen oder anderen sind es vielleicht nur 2 Monatsgehälter. Dann kann ich auch sagen, dann kaufe ich mir doch ein günstiges Instrument und es ist doch schön, dass es heute die Möglichkeit gibt, eben so tolle Instrumente so günstig zu kaufen. Denn ich konnte wirklich keinen Nachteil feststellen beim Spielen dieser Tuba im Vergleich zu dieser Tuba. Und die Unterschiede in der Bauform sind marginal. Man sieht zum Beispiel hier, dass das Mundrohr hier steiler heruntergeht zum fünften Ventil. Hier ist es eher gerade bleibend. Dadurch ist das fünfte Ventil sitzt hier etwas tiefer als hier. Könnte man sagen, okay, dann muss ich den Arm nicht ganz so hochheben. Das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied. Und dadurch ist natürlich auch hier der Weg vom fünften bis zum sechsten Ventil ein weiterer Weg als hier, wo der Weg sehr, sehr kurz ist. Das ist die eine bauliche, der eine bauliche Unterschied. Das andere ist, dass hier der Zug vom fünften Ventil etwas kürzer ist als dieser Zug vom fünften Ventil, was natürlich hier den Nachteil hat, dass ich weniger Freiheiten habe, wie weit ich den Zug rausziehen möchte. Das heißt, er fällt schneller raus, bevor er zu Ende ist. Genau, das war der zweite bauliche Unterschied. Und dann gibt es natürlich noch so Kleinigkeiten. Die verwenden die Schrauben und die verwenden die Schrauben. Die Lötstellen sind hier so gestaltet und da sind sie so gestaltet. Also praktisch Designfragen. Genau. Genau, also ich finde nicht, dass irgendwo ein Hund begraben liegt. Von daher das dazu. So, dann bevor ich zu den Fragen auf Instagram komme, würde ich sagen, spiele ich vielleicht erstmal eine Kleinigkeit, dass man die Tuba auch mal hört. Vielleicht gehen wir erstmal so durch die Lagen hindurch. Kann ja erstmal vom großen F aus runterspielen. Da ist Schluss bei mir. So klingt sie nach unten, nach oben hin. So, das ist jetzt die Lage über 3,5 Oktaven. So ist der Klang. Und dann vielleicht noch im direkten Vergleich spiele ich noch eine kleine Etüde an, damit man auch den Vergleich hört zwischen der Thomann-Tuba, Fireball und dem Original von B&S, die 3100B. Das, was ich jetzt spiele, ist ein Stück aus einer Etüde von Vladislav Blasevich. Und wenn du die lernen willst, dazu gibt es einen Kurs. Alle Informationen zu diesem Kurs hier, da lernst du in 3 Lektionen diese Etüde und natürlich viele spannende Sachen rundherum. So, ich spiele ein bisschen. Greifer war drin, aber ich denke, du hast einen ganz guten Eindruck, wie die Tuba klingt. Vergleichen wir das nochmal mit der B&S, mit dem Vorbild, mit der B&S 3100W. Da klingt das Ganze dann so. Musik
Man hat jetzt gemerkt, dass die B und S ein kleines bisschen dunkler klingt und ein kleines bisschen offener. Das Offenere, muss man natürlich auch zugeben, lag jetzt daran, dass ich eben eine Viertelstunde gesprochen habe und dann diese Tuba in die Hand genommen habe. Und dann ist es natürlich ein Unterschied, als wenn man das schon einmal gespielt hat und dann die andere Tuba nimmt. Also ich war jetzt natürlich auf der Tuba auch ein bisschen eingespielter. Was die Demonstration eigentlich zeigen sollte und was ich auch finde, ist, dass die Tuben vom Klang her gleichwertig sind. Sie klingen nicht genau gleich. Sie haben ja auch ein paar kleine bauliche Unterschiede. Aber diese Tuba ist wirklich absolut in Ordnung und ich war absolut überrascht davon, dass das so ist. So, gehen wir noch die Fragen auf Instagram durch. Da kamen nämlich, glaube ich, auch noch zwei, drei Fragen. Genau, so, Basti hat geschrieben, würde mich über ein Video dazu freuen, bin gespannt, was die Dinger taugen. Genau. Ja, Video ist jetzt hiermit gemacht und ich finde, sie taugt. So, Safelspatz hat geschrieben, hallo Raimund, Lackqualität, Lötstellen, Maschinenverhalten, Laufruhe zum Beispiel, Ansprache, Gewicht, halt das Übliche. Sie ähnelt ja sehr, zumindest optisch, den bekannten B und S. Genau, Lackqualität, da hatte ich jetzt noch nichts dazu gesagt. Also, wenn man mit der Lupe sucht, findet man ein paar kleine Unreinheiten im Lack. Das ist zur Lackqualität zu sagen. Aber wenn man ein Instrument hat, was... Na gut, ich möchte es gar nicht bewerten. Der Lack ist absolut in Ordnung. Und ich habe eine Stelle gefunden, wo ein kleines Bläschen war. Aber also Durchmesser weit unter einem Millimeter. Da muss man wirklich sehr genau hinschauen. Und zum Thema Lötstellen, da muss man sagen, da ist die Verarbeitung ein klein bisschen schlechter als bei den Originalinstrumenten. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass hier unten an diesem Ring, wo der Schallbecher verstärkt ist, dass der nicht ganz gleichmäßig rundherum überall hundertprozentig anliegt. Könnte das zu Problemen führen? Vielleicht irgendwann zu einem Klappern oder so, könnte sein, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen. Genau, also von daher muss ich sagen, das ist absolut in Ordnung. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, wo die Verarbeitung etwas nicht ganz so gut ist, ist, dass wir, vielleicht hole ich mal diese Kamera ein bisschen ran, dass wir hier diese Hufeisendinger, wo die Schubstangen ankommen, dass die nicht ganz hundertprozentig auf die Unterlage passen. Also man sieht, dass wir hier so ein kleines Spaltmaß haben, was nach außen hin größer wird. Das ist wirklich das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo man wirklich sagen muss, okay, da sieht man einen Unterschied. Genau. So viel dazu. Ansonsten die Züge, Ventile, das funktioniert alles prima. Und dann hat sich noch jemand gemeldet, nämlich Vince Vigeda hat sich noch gemeldet. Und der hat geschrieben, hallo Raimund, mich würde interessieren, wie die Verarbeitung ist. Gut, hatte ich jetzt. Wie sich das Spielverhalten verhält. Genau, also unproblematisch. Und bei welchen Punkten man Abstriche zu der teuren Konkurrenz machen muss. Ja, also Abstriche, höchstens, dass man das irgendwie vielleicht mit seiner Moral nicht vereinbaren kann und dass man sagen kann, ja, ich möchte irgendwie jetzt kein Instrument, was um die halbe Welt geschifft wird und was eben in China produziert wird, sondern ich möchte eben hier unseren Mittelstand unterstützen. Das wäre der einzige Grund, der für mich wirklich zählt. Und wie gesagt, von der Langlebigkeit her weiß ich es nicht, wie das ist, weil ich das Instrument eben noch nicht länger überprüft habe. Genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, zu der kleinen Übung, die wir vorgespielt haben, blenden wir jetzt am Ende nochmal im Abspann den Kurs.
Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du einen Daumen hoch da lässt, wenn du einen Kommentar unter das Video schreibst. Vielleicht hast du ja noch andere Fragen dazu. Und dann ist das Video jetzt zu Ende. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss. Hi, im ersten Kurs von Vladislav Blasevich erfährst du, wie der Fünfvierteltakt funktioniert, wie man ihn zählt, die zwei Varianten und übst es gleich auch ein. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oder man könnte auch sagen 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.